Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Michael vom Movember. Ihr seht, wir sind mitten im Movember. Der Schnurrbart sprießt schon wieder ein bisschen und wir wollen die Gelegenheit nutzen, um euch ein tolles Projekt vorzustellen, was wir in Deutschland dank eurer Spenden finanzieren, und zwar die PCO-Studie. PCO steht für Prostate Cancer Outcome. Und dabei geht es darum, weltweit eine Datengrundlage zu schaffen, wo wir mit Patienten sprechen, die durch eine Prostatakrebsbehandlung gegangen sind. Ihr wisst, beim Prostatakrebs, bei der Behandlung gibt es viele Nebenwirkungen, vor denen natürlich auch Männer Angst haben. Und da geht es uns darum, wirklich weltweit zu gucken, welche Behandlung zu welchem Prostatakrebs passt und nicht nur die Überlebenschance, sondern auch die Lebensqualität so hoch wie möglich hält. Und da haben wir mit den Kollegen in USA, Japan, Australien und vielen anderen Ländern eine Grundlage geschaffen, wie wir das definieren, sodass ihr da die beste mögliche Behandlung bekommt. Und wir haben ein paar Experten hier, die ich euch gleich vorstelle. Und am Ende ist es uns wichtig, Gesundheit messbar zu machen. Und deswegen würde ich gerne den ersten Gast begrüßen. Unser erster Gesprächspartner ist der Christoph von der Deutschen Krebsgesellschaft. Hallo Christoph, stell dich doch mal bitte kurz vor. Mein Name ist Christoph Kowalski und ich arbeite bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Die Deutsche Krebsgesellschaft ist die größte wissenschaftlich-onkologische Fachgesellschaft im deutschsprachigen Raum und unter anderem zertifizieren wir Prostatakrebszentren, um eine qualitätsgesicherte Behandlung von Prostatakrebspatienten zu gewährleisten. Mit der PCO-Studie lösen wir ein Problem, das es in der Medizin überall gibt. Also die Behandelnden wissen schlicht nicht, wie es ihren PatientInnen nach der Therapie geht. Das wird bislang überhaupt nicht systematisch erfasst. In anderen Bereichen des Lebens ist sowas undenkbar, zum Beispiel im Sport. Ich spiele im Hobbybereich Badminton, da gibt es eine App, da kann ich mir für jedes Spiel Statistiken angucken und Stärken und Schwächen analysieren und dann meine Schwächen wegtrainieren. In der viertuntersten Liga. Bei sowas wirklich Wichtigem wie der Behandlung von Prostatakrebs konnten wir das bislang nicht. Mit PCO können wir das jetzt. Zum Beispiel können wir zeigen, dass Inkontinenz und Impotenz, das sind die beiden wichtigsten Nebenwirkungen der Prostatakrebsbehandlung, davon abhängen, wo und wie ein Patient operiert worden ist. Und die Behandelnden können sich vergleichen und besser werden. Sie können also auch gezielt ihre Schwächen wegtrainieren, wenn man so will. Wer heute PCO unterstützt, sorgt dafür, dass es zukünftigen Patienten besser geht. Allein in Deutschland haben bis heute über 25.000 Patienten an PCO teilgenommen. Wir sind Teil eines internationalen Programms, in dem über 200 Krankenhäuser in 15 Ländern teilnehmen. Die Krebsgesellschaft und die zertifizierten Prostatakrebszentren haben sich PCO verschrieben, weil das ein wegweisendes Programm ist, weil es den Patienten hilft. Danke Christoph, das war super interessant. Und als nächstes haben wir Sebastian von OncoZert. Sebastian, was machst du und wer bist du? Hallo, mein Name ist Sebastian und ich bin bei OncoZert für den Bereich Datenmanagement zuständig. Unsere Firma ist bei der PCO-Studie für die ganze technische Infrastruktur verantwortlich. Normalerweise nehmen an solcher Studie nur große, häufig universitäre Kliniken teil. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dass wir Kliniken aus allen Bereichen, aller Größenordnungen und Regionen dafür begeistern können, damit möglichst viele Männer mit Prostatakarzinom ihre Lebensqualität und ihren Gesundheitszustand zurückmelden können. Wir haben außerdem darauf geachtet, dass wir ein dauerhaftes und kontinuierliches System aufbauen, was nicht nur im Rahmen von einer zeitlich begrenzten Studie funktioniert, sondern kontinuierlich für die Qualitätsverbesserung in den Kliniken genutzt werden kann. Mittlerweile nehmen 25.000 Patientinnen aus 100 DKG-zertifizierten Prostatakrebszentren teil und das ist wirklich ein Beweis dafür, dass wir das zusammen mit Movember geschafft haben. Super Sebastian, vielen Dank. Und dann haben wir als Dritten im Bunde noch den Ernst-Günther Kahl, der ist Vorsitzende vom Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. Magst du dich ganz kurz vorstellen und erzählen, was ihr Tolles zu diesem Projekt beitragt und was der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. macht? Hallo, mein Name ist Ernst-Günther Kahl. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. in Deutschland, der mit 215 Gruppen vor Ort sich engagiert, den Betroffenen zu helfen. Wir haben unter dem Motto informieren, helfen und Einfluss nehmen uns zur Aufgabe gesetzt, neben dem psychologischen Thema den Patienten auch in der Behandlung zu helfen. Für uns sind momentan 60.000 neu diagnostizierte pro Jahr, mehr als 10.000 Tote an sich untolerabel. In diesem Zusammenhang kam uns natürlich die Prostate Cancer Outcome Studie zu Pass, denn sie vielleicht leicht. Sie will nicht kritisieren, sondern sie will auf der Welt zeigen, wo es bessere Behandlungsverfahren gibt, um diese entsprechend zu kommunizieren.
Das ist für uns der Grund, uns daran zu beteiligen. Und nachdem wir in mittlerweile mehrjähriger Partnerschaft mit der Deutschen Krebsgesellschaft und Oncozert uns diesen Themen widmen, glauben wir, dass es eine relativ gute und für die Patienten positive Angelegenheit sein wird. Wow, das war super interessant und es freut mich zu hören, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin diese tolle Arbeit fortführen und Männern helfen, die an Prostatakrebs erkrankt sind oder erkrankt werden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, packen wir Links in die Beschreibung zu diesem Video und denkt weiterhin daran, weiter fleißig zu spenden, über Movember zu sprechen und vor allem auch mit den Männern in eurem Leben zu reden, damit wir verhindern, dass diese zu früh sterben. Danke für eure Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal.